Willkommen zum AK4. Ich würde gerne heute auch kurz zur Enquete-Kommission sprechen, weil es morgen auch eine Fraktionssitzung ist. Und einer der beiden Vorschläge die Themen dieses AKs aufgreift. Aber ansonsten erstmal, wie üblich, wenn wir Plenum haben, erste Frage, haben wir sowas wie Entschließungs- oder sonstige Anträge, Änderungsanträge, die eingebracht werden sollen? Hat da jemand was? Also aus diesem AK? Nö. Dann wäre die zweite Frage bei der Rednerliste. Gibt es da noch Dinge, die offen sind und in unserem AK liegen? Ich weiß, eine Sache ist auf jeden Fall die große Anfrage. Ja, also ich hatte jetzt Jens so verstanden, dass ich dazu sprechen soll, weil du... Anfrage der FDP. Bitte? Zur großen Anfrage der FDP. Ja. Sehr gut. Aber weil Jens wohl gehört hat, dass du auf keinen Fall dazu sprechen willst, dann habe ich gesagt, okay, dann mache ich das eben. Nein, ich will nicht auf keinen Fall dazu sprechen, aber ich hatte mich in dieses Pad eingetragen, da stand noch niemand drin zur großen Anfrage der FDP. Die hat natürlich... alle möglichen Aspekte, wie es eine große Anfrage ist, und die Aspekte, die für mich wichtig sind, spielen bei der FDP nur eine kleine Rolle. Ich glaube, Heidemarie hat auch was vorbereitet. Und ich hatte mich einfach nur als Notnagel eingetragen, falls kein anderer will. Ja, und ich hatte das dann eben so verstanden, ich habe dich dann eben ausgetragen und mich eingetragen. Aber wir machen da so ein Eine-Minute-Statement, glaube ich, draus. Also ich habe mir das Ding überhaupt noch nicht angeguckt. Und ich habe noch eine Block-2-Rede am Donnerstag, Also wenn ihr jetzt schon ein bisschen was vorbereitet habt, dann kannst du das auch gerne wieder übernehmen. Weil, wie gesagt, ich habe das noch nicht mal durchgelesen oder so. Ich habe auch nichts vorbereitet und ich habe auch nichts durchgelesen. Und ich habe echt richtig viel um die Ohren. Ich habe eben noch eine kleine Anfrage ganz schnell rausgehauen. Ja, wir haben alle viel um die Ohren, ist klar. Also die kleine Anfrage heißt zwar das Entwicklung des ländlichen Raums, aber für die große, Entschuldigung, ich bin jetzt mit diesen kleinen Anfragen wieder beschäftigt, hat quasi als Antwort sämtliche Statistiken, die es hier mal so über NRW gibt, ist eigentlich eine Jahresarbeit und ich bin der Meinung, ich habe die jetzt mal quer gelesen Freitag und da ist für ländlichen Raum ist nicht das meiste, also doch ländlicher Raum schon, aber nicht Umwelt oder Landwirtschaft, sondern da sind alle Statistiken von Sozial, von Schulen, von Breitband ist zum Beispiel 10 Seiten Statistik, glaube ich, also die ist ja 800 Seiten, 886 Seiten und die haben da massenweise Statistik über alles, was man sich hier so vorstellen kann und wie gesagt, eigentlich müssten da, ich war ja der Meinung, dass Wirtschaft und Soziales, je nachdem, aber auf jeden Fall Piratenthemen wären für mich Breitbandausbau. Das ist nicht Natur, das müssen die Wirtschaftsleute oder irgendwelche Leute ja machen. Und man müsste sich mit denen eigentlich absprechen. Man kann da ja nicht nur Landwirtschaft oder Umwelt machen. Das ist eigentlich der kleinste Teil. Dann wäre doch mein Vorschlag, dass, weiß ich nicht, Daniel oder Kai, Breitband? Daniel. Dass wir den Daniel heute nochmal ansprechen, ob er nicht dazu reden will. Aber bei 800 Seiten ist mir... Daniel ist ja heute auch nicht da. Dem geht es irgendwie auch nicht gut, glaube ich. Ich weiß gar nicht, ob der an der Plenarwoche teilnimmt, kann ich nicht sagen. Er sagte nur, dass er heute zu den AKs nicht kommt, hat er geschrieben. Ich möchte noch mal ganz kurz was anderes einwerfen. Um 13 Uhr kommen zwei Leute aus Gelsenkirchen wegen der Raffinerie da und ich muss um 14.30 Uhr im Umweltministerium sein. Also nachdem ich jetzt weiß, dass das über 800... Ich mache da über 800 Seiten, das hat alles keinen Zweck irgendwie. Ich mache da ein einminütiges Statement zu und fertig. Also wir müssen bei einer großen Anfrage nicht umfassend drüber reden, sondern es ist ja gerade das Schöne, dass man als Redner auch einfach was rausgreifen kann und genau nur darüber reden kann. Man kann auch nur über 10 Seiten reden von dem Ding. Man muss nicht die 886 Seiten nehmen. Gut, momentan hast du den Redeslot, beziehungsweise auf jeden Fall habt ihr beide das im Blick. Der andere Sache, die eventuell zu besprechen gewesen wäre, wäre der LEP gewesen.
weil es natürlich standardmäßig im Wirtschaftsausschuss ist. Ich habe mich schon darauf eingerichtet, dass ich wieder die LEP-Rede nehme. Ja, eine kleine Besonderheit zum Gentechnikantrag möchte Joachim gerne reden, weil hat er irgendwie Bock drauf und habe gesagt, okay, bitte, also der Rede zum Gentechnikantrag. Ich schreibe das gerade mal in das neue Pad hier rein. So. Ja, das heißt jetzt auch entsprechend. Ich setze mal einmal über die Liste. Den Link. Mach ich. Dann soll ich das Pad auch noch öffentlich machen. Das Blöde ist, dann muss das Pad immer schließen, ne? Bevor man es öffentlich macht. Das finde ich scheiße. Ich mache das öffentlich. Einstellungen. Öffentlich. Pad aktualisieren. So, jetzt ist es öffentlich. Dann haben wir sonst noch was zum Plenum oder zu aktuellen sonstigen Anträgen, die in Arbeit sind, wobei wir im Mai-Plenum ist ja noch ein bisschen. Ich weise allerdings darauf hin, dass wir vorher keine Fraktionssitzung mehr haben. Gut. Ansonsten hätte ich nämlich noch einen Antrag, der vielleicht ins Mai-Plenum geht. Wie ihr vielleicht wisst und per E-Mail gesehen habt, vielleicht auch schon vor 2 Wochen, ist, dass Frank und ich uns ja teilweise zusammen auch noch mit anderen, Kai auch mal dabei, unterhalten haben, wie wir das mit einer Enquete machen, die wir selber einrichten können. Und wir haben uns da ausgetauscht, wo Stolpersteine sind, wo wir darauf achten müssen, wo es Probleme gibt, welche Themen nicht gehen, also wo wir uns die Enquete wegnehmen lassen können, also wo praktisch wir Angriffspunkte haben, sodass die anderen machen können, was sie wollen und nicht so, wie wir das gerne gehabt hätten. Insofern sind daraus zwei Antragsvorschläge entstanden, einmal zum Thema Privatsphäre und einmal zum Thema öffentlicher Personenverkehr beziehungsweise vielleicht ein bisschen breiter zur Mobilität. Und zu beiden ist bereits jetzt schon relativ viel, ich sag mal, Text entstanden. Es liegt im Privatsphärebereich ein Konzeptentwurf vor und ein Realitätscheck. Und den Realitätscheck gibt es auch für die Ziele, die Grundziele des es möglichen Antrags zum Thema öffentlicher Personenverkehr. Und dort gibt es auch einen Antragsentwurf. Den Antragsentwurf hat im Wesentlichen der Stefan Hochstadt ausgearbeitet, nachdem wir dann mehrmals darüber gesprochen hatten. Ist auch sicherlich noch nicht perfekt und sicherlich noch etliche Entwürfe vom endgültigen Produkt entfernt, aber man kann schon mal sehen, wo es hingehen kann. Und man kann vor allem sehen, dass der Schwerpunkt bei unserem Entwurf für die Mobilität auf jeden Fall schon mal die Finanzierung des öffentlichen Personenverkehrs ist. Sowohl öffentlicher Personennahverkehr als auch durchaus schienengebundener Verkehr und auch Fernverkehr. Darüber hinaus kann man natürlich das ein bisschen breiter fassen und die Entwicklung des öffentlichen Personenverkehrs nicht nur im Sinne der Finanzierung, sondern generell in zukünftigen Entwicklungen, zukünftige Mobilitätskonzepte oder Mobilitätsszenarien sehen und auch hier natürlich neben des öffentlichen Personenverkehrs auch noch andere Verkehrsmöglichkeiten mit einbeziehen. In dem Antragsentwurf haben wir uns jetzt sehr stark auf den Bereich Finanzierung beschränkt und können ihn also praktisch noch in die entsprechenden Richtungen erweitern.
Der Frank würde gerne die Enquete, den Antrag ins Mai-Plenum einreichen, damit es noch vor der Kommunalwahl auch ist und rechtzeitig sozusagen dann die Enquete gestartet wird, damit es auch noch ordentlich ein bisschen Luft nach hinten hat, wenn die Enquete dann zu Ende ist. Ich persönlich finde das Mai-Plenum nicht auf jeden Fall zwingend. Ich kann mir auch Juni und Juli vorstellen. Tatsache ist, dass wir Butter bei die Fische machen müssen. Und weil, also wenn man es tatsächlich ins Mai-Plenum haben möchte, eine dieser beiden Anträge, wir können ja nur einen stellen, dann müssten wir das morgen einer Fraktionssitzung zumindest mal behandeln, beziehungsweise eigentlich schon festlegen, in welche Richtung wir gehen wollen. Soweit erstmal, gibt es dazu Fragen? Ich weiß, es ist jetzt viel Text gewesen, das kann man wahrscheinlich nicht von heute Morgen auf heute Mittag alles lesen, aber was wir rumgeschickt haben, vielleicht gibt es ja so Fragen. Ich hätte jetzt bestimmt jede Menge Fragen dazu, aber nur ganz kurz, es sollen dann jetzt beide Konzepte vorgestellt worden und beide sind auch jetzt so weit, dass man sie vorstellen kann. Man kann jetzt beide vorstellen. Ich überlege mir auch für morgen nochmal, wie ich das vielleicht ein bisschen kompakter vorstelle und mit ein bisschen mehr Inhalt. Also man kann die beide vorstellen. Privatsphäre ist auch in einem Stadium, wo man praktisch sagen kann, ist das Konzept gut oder schlecht. Problem ist natürlich, wenn wir es morgen in die Fraktionssitzung geben, glaube ich nicht, dass der Informationsstand gut genug ist, um da wirklich eine Entscheidung zu treffen. Andererseits, wenn wir es nicht in die Fraktionssitzung geben, werden wir sicherlich auch in 2 Wochen noch nicht die Basis haben, um das entscheiden zu können. Also wäre zum Beispiel ein Mittelweg morgen in der Fraktionssitzung zumindest darauf, ne, das kurz vorzustellen beide und dann vielleicht einen Umlaufbeschluss irgendwann mal zu machen zwischendrin. Klar ist, dass wenn man es ins Mai-Plenum gibt, es natürlich noch einen Antragsfreitag gibt. Aber 2 Enquete-Anträge komplett ausgearbeitet, Antragsfreitag und dann erst abstimmen ist nicht gut, weil man muss, Mai-Plenum ist sowieso ambitioniert, man muss müsste, bevor man den Antrag reinreicht, ja auch mit den Sachverständigen sprechen, die man eventuell haben möchte. Man sollte, wenn es eine eigene Enquete ist, wirklich auch ein bisschen schon mal vorher mit verschiedensten Leuten gesprochen haben. Das haben wir auch zwar getan, also zumindest bei Mobilität haben wir natürlich ein bisschen abgeklopft, ohne jetzt zu sagen, wir machen auf jeden Fall diese Enquete oder sowas, sondern dezent. Aber das müsste man vielleicht vor Antragstellung dann nochmal intensiver tun. Die Frage ist ja auch, wie weit geht man in die Vorbereitung einer Enquete, wenn noch 2 im Rennen sind? Also wir versenken ja auch Arbeitszeit darin, wenn da beide irgendwie komplett konzeptionell vorgestellt werden. Also ja, eben. Also ab einem bestimmten Punkt sollte man sich entscheiden. Das sollte am besten vor diesem Antragsfreitag sein. Also mit anderen Worten, wenn wir es morgen nicht keine Entscheidung treffen, sollte die Entscheidung relativ kurz danach fallen. Ich könnte verstehen, wenn es morgen die Leute sich nochmal angucken wollen. Sonst noch Fragen und Anmerkungen dazu? Ansonsten der Hinweis darauf, sich das mal anzugucken. Und sich vielleicht Fragen zu überlegen, die noch zu stellen sind, damit das dann abgestimmt werden kann. Ja, ansonsten würde ich jetzt dann einmal durch die, damit wir bis 13 Uhr durch sind, einmal durch die AKs gehen und mit dem A17 anfangen. Wir hatten eine recht kurze Sitzung am 2. April. Es gab einen Bericht der Landesregierung zu Mähmaschinen. Da gab es diesen Antrag der FDP, dass die Mähmaschinen halt Bodenbrüter und andere Tiere, die am Boden sind, gefährden während der Ernte und da wird jetzt ein Monitoring weiter zu geben, weil es nicht wirklich gute belastbare Daten gibt. Das ist schwierig. Der Vorschlag der FDP ursprünglich war einfach, dass die Dinger noch mehr Lärm machen sollen. Das nützt aber nichts, weil die Tiere, die am Boden sind, sich einfach dann nur noch früher auf den Boden drücken und eben nicht fliehen. Die haben halt diesen Fluchtreflex dann nicht, sondern die drücken sich auf den Boden, wenn Gefahr kommt. Und dann nützt mehr Lärm einfach nichts. Also versuchen Sie jetzt was anderes zu finden. Bericht der Landesregierung zum Verfahrensstand Schadensersatzklage Klausner gegen NRW. Da ging es also um diese Klausner-Verträge. Da ist wirklich eine ganze Menge
schiefgelaufen. Die haben also jede Menge andere Verträge auch noch abgeschlossen, die sie erfüllen müssen und stehen da auch gewaltig auf dem Schlauch. Dann gab es einen FDP-Antrag zur Logistikwirtschaft, also Wasserstraßen, und dazu einen praktisch Gegenantrag oder Ergänzungsantrag der rot-grünen Landesregierung, der mehr Wert auf die ökologischen Aspekte legt, die Binnenschifffahrtsinitiative von Rot-Grün. Das war es im Wesentlichen, ne? Im A18, das ist der Unterausschuss Klimaschutz, ne? Da gibt es nichts Neues. Ja, 17.1 eigentlich. 18 ist Wirtschaft. Ach so, okay. Oder? Nee, was ist A? Ja, weiß 17, ich nicht. 17.2 oder so. Ja, 17.A, glaube ich. Ist egal, Klimaausschuss nichts. Okay, dann ist das nichts Neues da verkehrt. Ich habe das nicht so schön gemacht, Eva. A8. Ja, wir haben ja am Mittwoch einen relativ großen Redeslot, eine Unterrichtung, und die beruht natürlich auf dieser Pressekonferenz, die die rot-grüne Regierung nach dem letzten Plenum gegeben hat. Diese Pressekonferenz war nirgendwo angekündigt. Ich habe auch einmal von Twitter, über Twitter vom ZDF erfahren, dass es da eine Pressekonferenz gibt. Das finde ich ehrlich gesagt totale Scheiße, finde ich totalen Dreck von der Regierung. Bin ich ziemlich pisst deswegen, dass man da nicht zumindest vorher erfährt, das, was passiert. Das heißt, die Presse zu informieren ist also wichtiger als das Parlament zu informieren, finde ich eine verachtenswerte Haltung der Regierung an der Stelle. Wenn ich da einen Zwischenruf sagen darf, und zumal du eine entsprechend thematisch passende Rede am selben oder am Vortag im Plenum gehalten hast und dann niemand, auch nur ein Fünkchen, ja, gesagt komme ich jetzt, dazu komme ich jetzt. Es gab dann auf, also der Bockes von der FDP hat sofort, also eine Stunde später, eine Sondersitzung beantragt. Da kam dann irgendwie die Antwort vom Ausschussassistenten, ja, das ginge nur mit entsprechendem Votum des Ausschusses bzw. Entsprechender Stimmenanzahl. Und worauf ich dann natürlich direkt geantwortet habe, dass es bei einer solchen Vorgehensweise eigentlich nur eine Formsache sein sollte, dass da alle Parlamentarier ihre Unterschrift drunter geben. Im Prinzip hätte ich das dann auch von Rot-Grün erwartet, was nicht erfolgt ist. Aber natürlich haben die Oppositionsparteien, FDP, CDU und die Piraten, umgehend ihre Stimme darunter gesetzt und diese Sitzung damit bekommen. Da finde ich auch das Demokratieverständnis von Rot-Grün etwas seltsam. Also kann mir ja keiner erzählen, dass die das in Ordnung finden, wie das gelaufen ist mit der Pressekonferenz. Und falls doch, Glückwunsch. Und dann kommen wir zum Thema. Das Thema war der Nichtabbau der Braunkohle im Bereich Holzweiler, sodass Holzweiler nicht umgesiedelt werden muss. Jetzt haben wir natürlich mit der Unterschrift unter den Antrag für eine Sondersitzung der FDP und der CDU auch die Möglichkeit gegeben, da ihre Sicht darzustellen, die natürlich bedeutet, die Welt geht unter, wir bauen nicht genug Braunkohle ab, wir brauchen die Braunkohle. Ihr setzt die Energieversorgung aufs Spiel, ihr setzt die Arbeitsplätze aufs Spiel, etc., etc., pp., die ganze Litanei, die dann immer von Schwarz-Gelb kommt, was natürlich, völliger Bullshit ist. Also es ist einfach totaler Quatsch, weil dieses Gebiet, um das es da geht, da steht jetzt gerade eine Zahl von 300 Millionen Kubikmeter Kohle im Raum, da steht eine Jahreszahl von 2035 im Raum. Ich sag mal so, wir haben eine Effizienzsteigerung bei Bohr 1 und 2, Bohr 3 wird jetzt wohl gebaut. Und wir haben eine mutmaßlich bald zurückgehende Braunkohleverstromung. Also ich glaube, die sind 2045 noch nicht an der Stelle, wo sie 2035 sein wollen. Weil ich davon ausgehe, dass wir
über auch unter anderem den Klimaschutzplan die Braunkohleverstromung stark zurückfahren werden. Und von daher ist das ein Sturm im Wasserglas, was da Schwarz-Gelb veranstaltet hat. Das einfach entbehrt eigentlich jeglicher Grundlage. Wir werden das jetzt tatsächlich am Mittwoch dann im Plenum besprechen. Da haben wir auch einen relativ komfortablen Redeslot für bekommen. Und wir können uns dann darauf einstellen, dass Schwarz-Gelb, wie gesagt, wieder mal den Untergang des Abendlandes an die Wand malt, inklusive der, des Verlustes der ja, geregelten Energieversorgung oder wie Sie es auch immer nennen wollen, und des Verlustes von Arbeitsplätzen, wobei die natürlich wieder mal ein ums andere Mal übersehen, dass sie selber da, ja, ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll, ja, technologisch einfach hinterher sind. Sind halt nicht auf der Höhe der Zeit. Dieses Gebiet, über das wir da reden, ist vollkommen irrelevant, insofern, als dass wir über den Zubau von erneuerbaren Energien sowieso die Braunkohleverstromung obsolet machen werden und dass wir zusätzlich, wenn wir stattdessen mal konsequenter die Energiewende befördern würden in NRW, einen Arbeitsplatzzuwachs hätten, der einfach dafür sorgt, dass sich keine Sau mehr für RWE interessiert. Und daran ist ja auch spannend, dass gerade die SPD auch das Bild von Erwerbsarbeit geprägt hat, wo sich jeder Bürger heute ja veranlasst fühlt zu glauben, er wäre ohne Erwerbsarbeit nichts wert, was natürlich völliger Bullshit ist. Wir müssen von diesem Bild dringend weg. Wir müssen dringend hin zu einem Weltbild, wo ich glaube, dass Erwerb und Arbeit getrennt sein müssen. Für mich steht da kein Grundrecht auf Arbeitsplätze irgendwie im Raum, sondern für mich steht da ein Recht auf Versorgung und ein Recht auf Selbstverwirklichung im Raum. Wenn wir das mal endlich trennen würden, dann würden zum einen die Bürger nicht mehr erpressbar sein von der Politik mit den Arbeitsplätzen und zum anderen, was noch wichtiger ist, die Politik auch nicht mehr erpressbar sein von der Industrie mit den Arbeitsplätzen. Und ich sag mal so, ich freue mich auf die Debatte am Mittwoch. Ich mich auch. Rückfragen an Kai. Anmerkung, Mut zu sprechen. Ja, Mut zu sprechen ist gut, weil das wird schon eine ziemlich dicke Nummer am Mittwoch. Das ist Wahlkampf. Ja, es ist nicht nur Wahlkampf, es ist vor allem mal was, wo wir nicht nur über irgendwas diskutieren, sondern wo irgendwas passiert zumindest, ne? In Ansätzen. Ja. Insofern ist das eine Debatte, die wird sicherlich eine von denen sein, an die man sich nachher tatsächlich erinnert. Okay. Dazu muss man natürlich auch sagen, dass wir, das habe ich jetzt nicht gesagt, den Schritt, Holzweiler nicht abzubauen, tatsächlich begrüßen, logisch. Wenn das alles in trockenen Tüchern ist, dann haben die Menschen da vor Ort wirklich die Sicherheit, dass das auch nicht passiert. Daran sollten wir dann auch nicht mehr rütteln. Ist dann natürlich immer das Problem einer etwaigen Nachfolgeregierung, die sowas auch gerne wieder umschmeißt. Also von daher, Holzweiler ist sicher, ist jetzt auch noch nicht in Stein gemeißelt. Das ist jetzt nicht von mir, sondern es stammt aus der Zeitung und von den Bürgern dort auch, die halt sagten, ja, das ist erstmal schön. Aber es gibt natürlich auch Leute, die sagen, naja, ich hatte mir das jetzt auch anders vorgestellt, ich habe mich darauf eingestellt, das gibt es auch. Und dann wiederum Leute, die sagen, ja, aber was passiert dann bei einem Regierungswechsel und ändern die das wieder? Das ist so ein bisschen das Problem, was wir ja grundsätzlich mit Politik haben, dass die sich nicht trauen, langfristig zu planen. Wir fordern ja jetzt seit ein paar Monaten ein Braunkohleausstiegsgesetz, also einen Plan, um rauszukommen aus der Braunkohle, um Sicherheit für alle zu geben. Aber wie wir das ja bei der Atomenergie gesehen haben, die einen finden eine saubere Regelung, die anderen, also Schwarz-Gelb, kommen dann und treten es mit dem Arsch wieder um, die Idioten. Um dann festzustellen, hups, Fukushima, das ist jetzt aber gar nicht populär, dass wir Atomenergie weiter betreiben. Jetzt schaltet man das mal auf einmal ab und dann können sie sich jetzt auf Strafzahlungen einstellen, weil sie gegen ihre eigenen Verträge verstoßen haben. Also so grenzdebile Politik sollten wir eigentlich gar nicht wollen.
Politik sollte sich grundsätzlich an längeren Zeiträumen orientieren, wenn es irgendwie möglich ist. Man kann natürlich nicht die Welt für 50 Jahre vorhersagen, aber man kann zumindest versuchen, möglichst viel planbar zu machen. Und ich glaube, dass das geht. Ich glaube, dass das die Aufgabe von Politik ist und diese ganzen Quartalsirren, die so rumrennen, kriegen das irgendwie nicht in ihre Birne rein und immer, planen immer nur für die Legislaturperiode, für die nächste Stimme bei der nächsten Wahl. Das geht mir ziemlich auch auf den Sack. Planen zum Teil auch nur für die nächste Ausgabe der Bild-Zeitung. Ich könnte jetzt zum Fracking überleiten. Dann müsste da der Dänemark weiter wäschen. Schweinepest. Aber, so, ich als derjenige, der mit der Bild-Zeitung zusammenarbeitet, habe keine weiteren Fragen. Nein, gut. Dann A02 war übrigens auch eine kurze Sitzung am 3. April. Wir waren relativ fix durch. Wir haben nur zum Wohnungsaufsichtsgesetz länger gesprochen. Das Wohnungsaufsichtsgesetz wird jetzt im Plenum behandelt. Ich empfehle übrigens die Enthaltung, auch wenn das so banal klingt. Es ist einfach so. Also es ist besser als nichts tatsächlich, auch durchaus für die Mieter. Ich mag dem trotzdem nicht zustimmen, weil einfach zu viel von dem, was ursprünglich mal angekündigt war, einfach fehlt. Ansonsten haben wir morgen eine Anhörung beziehungsweise ein Expertengespräch zur Kappungsgrenze um 14 Uhr. Mal sehen, ob ich das schaffe. Und ansonsten haben wir zwei sehr wichtige, richtige, tolle Anhörungen zur Finanzierung ÖPNV am 3. Juni. Und danach noch nicht terminiert eine Anhörung Sozialticket. Und da werden wir beides mal auch eine richtige Anhörung machen. Wir hatten uns erst überlegt, Sozialticket vielleicht nur schriftlich, aber es hat sich herausgestellt, dass das eine blöde Idee ist, immer eine ordentliche Anhörung. Sozialticket für eine schöne Anhörung und die andere auch. Das war es von mir zu berichten eigentlich. Dazu Fragen. Ist übrigens diese vor allem die Anhörung Finanzierung ÖPNV wäre natürlich, wenn man eine Enquete macht, eine prima Überleitung. Und wenn die Enquete vorher schon feststeht, würde die Anhörung wahrscheinlich deutlich auch das aufgreifen. Und wenn nicht, ist es halt andersrum auch durchaus interessant. Also ich muss dazu sagen, dass die Enquete, in der ich ja sitze, durchaus auch schon extreme Erkenntnisgewinne geliefert hat in Expertengesprächen und so. Also für mein normales politisches Feld. Das ist immer ganz schön, eine Enquete zu haben, die man auch thematisch sonst im Landtag begleitet. Das ist ein relativ produktives Umfeld. Ich meine, Andrea sieht das wahrscheinlich ein bisschen anders, aber man muss ja ehrlich sein und sagen, also das ist ja, die Sitzungen sind ja deutlich konstruktiver als so eine Ausschusssitzung, die mit Öffentlichkeit stattfindet, wo alle dann irgendwie nur wieder versuchen, dem Gegenüber ja so ein bisschen ans Bein zu pullern. Das findet in der Form da nicht statt. Also von daher, das ist schon deutlich konstruktiver, auch wenn ich da trotzdem eine ganze Menge bemängeln würde. Aber es ist halt schön, eine Enquete zu haben, die das eigene Thema befeuert und auch Erkenntnisse liefert. Das ist toll, das macht Spaß. Das glaube ich und das habe ich auch schon erzählt. Durch zwei Stellvertretungen mitbekommen, wobei die erste am Ende nicht mehr so ganz friedlich und konstruktiv war, die wohnungswirtschaftliche Wandel. Trotzdem, eine Menge rauskommen, dieses Wohnungsaufsichtsgesetz ist ja eine der Sachen, die im Grunde auch noch tatsächlich Nachgang der Enquete sind, wo wir aber als Piraten sagen, in Enquete war das aber noch anders. Das wir an der Stelle auch sagen dürfen. Ja, habt ihr sonst noch was Schönes aus der chemischen Industrie-Enquete zu berichten? Oder? Nee, also nur ein Satz, den ein Professor Sauer in der Anhörung zu Energiespeichern gesagt hat, der mir sehr viel Mut gemacht hat. Er sagte also klipp und klar, für die Netzstabilität brauchen wir keine Altkraftwerke, sondern Netzstabilität können wir auch durchaus mit Leistungselektronik schaffen. Ich habe dann eine Woche später eine Diskussion mit den Stadtwerken gehabt, wo ich das zitiert habe,
wo dann einige Leute da mit der Aussage nicht so glücklich waren, weil die natürlich noch stark auf Kohlekraftwerke setzen und da auch noch ihr Geschäftsmodell sehen. Aber ich bin da hoffnungsfroh, dass wir auch 100% Erneuerbare mit Leistungselektronik und Speichern ganz locker schaffen können. Und ich hoffe, dass ich das noch erleben darf. Das sehe ich auch so. Das Thema wurde und wird ja auch auf der Liste der AG Energiepolitik diskutiert und da auch mit ähnlicher Tendenz. Wunderbar. Da sind wir einmal durch und haben dann jetzt noch die Möglichkeit, aber um 13 Uhr sind deine Leute da, Dane Watt? Ja, die wollten gegen 13 Uhr hier sein. Also müssen wir mal gucken, wann die kommen. Ich denke, ich habe noch vorhin mit denen telefoniert, also ich denke, die sind schon da oder auf dem Weg. Hier dieser Raum, ne? Ja, die wissen, dass wir hier sind. Die kommen hierher. Gut, dann haben wir jetzt, wenn da jetzt nicht hier, die gerade reinkommen, nein, die Tür hatte sich ein bisschen gefloppelt. Also ich habe eine kleine Anfrage heute noch losgeschickt, wieder in Zusammenarbeit mit der Bürgerinitiative in Holzwickede, da geht es um eine Landstraße. Dazu hatte ich eine kleine Anfrage gestellt, da waren die Antworten natürlich unzufriedenstellend und wir mussten mal nachfragen, 2 Punkte. Dann versuche ich noch eine kleine Anfrage, weitere kleine Anfragen fertig zu machen in dieser Woche, bevor ich dann weg bin, erstmal für 2,5 Wochen. Beim Vogelschutzcamp Springwatch 2014 auf Malta. Da wäre ich eigentlich auch gerne, wenn ich mir die nächsten 2,5 Wochen so angucke. Ich bin bis Donnerstag hier. Donnerstagabend fahre ich dann nach Dortmund und Freitag früh fahre ich wieder nach Düsseldorf zum Flughafen. Gut. Haben wir sonst noch was? Sonst haben wir Kaffeepause. Also ich habe jetzt hauptsächlich den Kett mitgebracht. Ich habe sonst hier heute nichts. Wir haben immer noch, das könnt ihr noch darauf hinweisen, wir haben immer noch die Sache, ob wir denn so eine quartalsmäßige Veranstaltung machen. Ich habe jetzt mal tatsächlich nicht in das Doodle, was ich rumgeschickt habe, reingeguckt, ob wir da jetzt ein Ergebnis haben. Das habe ich verpeilt. So, also muss ich da nochmal reingucken und euch eventuell noch eine Erinnerung schicken. Ja. Ansonsten habe ich ja gerade ausprobiert, die Doodles von DFN, Deutschen Forschungsinstitut, ob das so schön. So, wir machen gleich mit Gästen noch ein bisschen weiter öffentlich. Kommt jemand jetzt rein? Ja. Wir haben jetzt so ein kleines... Vielleicht wollen die das auch nicht öffentlich haben, weil die vielleicht auch ein paar strategische Sachen besprechen. Also das heißt, ich breche nicht die Sendung ab. Nee. Also die läuft jetzt weiter. Nee. Ja, oder? Nee, das breche ich mal lieber ab. Ich glaube, die wollten auch schon keine Mumble-Sitzung machen, weil sie Angst hatten, dass da jemand mithört. Die wollten keine Mumble-Sitzung machen? Nein, wollten sie nicht. Ja. Wir haben jetzt ein intransparentes Lobbyistengespräch, wo wir nicht gestört werden wollen. Es sind keine Lobbyisten, es geht um eine Bürgerinitiative, aber die möchte ihre strategischen und taktischen Überlegungen vielleicht noch erstmal nicht so gerne in der Öffentlichkeit haben. Deshalb macht der RK zwar weiter, aber nicht mehr öffentlich. Danke. Gut, Dane Watt hat es erklärt. Vielen Dank, Stream. Vielen Dank, Jaroslav.